Ich hatte es mit mir selber ausgemacht, dass das hier hinten, die zentrale Plattform, soll primär für die Lava-Generation sein. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich es hier angefangen habe. Das heißt, da hinten hatten wir überlegt, dass wir hier die Pulverizer hinsetzen. Und die Siebe. Das klingt nicht schlecht. Das heißt, wir machen das hier noch zu Ende, verteilen dann schön Fackeln und dann überlegen wir uns einen schönen Aufbau dafür. Muss nicht gut aussehen, muss noch funktionieren. Also, nächste Plattform fertig. Ging super schnell. Und ich würde ganz gern das Ding da am ME-System anschließen. Also peilen wir uns mal kurz hoch. Ja, ich würde das hier gerne schließen. Sollte zwar eigentlich alles aus Stonebrick sein, aber ist schon mal ein Anfang. Also hier nach oben. Da. Kabel, Kabel. Was? Warum willst du nicht bauen? Ach so, okay. Und es muss nur mit dem Kabel da hinten verbunden werden. Das heißt, das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Aber wir haben halt kein Jetpack. Zack, 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 zack. So. Du, du. Yeah. Das ist eine ganz schöne Strecke bis da hinten. Genug Kabel haben wir, ne? 12? Ja. Da, da. Ich brauche mehr Steine unter meinen Füßen. Kleinen Knick. So. Da ist das Kabel, das wir brauchen. Von da. Und du bist zu weit weg. Da, da. So. Das heißt, alles, was jetzt oben in der Mobfarm produziert wird, müsste in die Kiste gepumpt werden. Die Kiste müsste es automatisch importieren und direkt ins ME-System stopfen. Das können wir ganz einfach überprüfen. Erstmal hauen wir hier die ganzen doofen Cobblestones weg. Dann gehen wir zur Mobfarm und gucken, ob die Kiste voll ist. Das könnten wir sogar eventuell von hier unten, indem wir durch das Loch durchgreifen in die Kiste. Was auch recht komisch aussehen dürfte, mit so einem ganz langen Arm und dann. Oh. Ja, ganz langer Arm, der so hoch reicht und dann versucht in der Kiste rumzutasten, was drin ist. Und ich komme da nicht ran. Ah, doch, da. Ja, Kiste ist leer. Goodie, funktioniert also. Ah, okay. Weg, 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 weg. Das ist also das nächste System, das angeschlossen ist an das eigentliche MI-System. Also, wir haben den Planter angeschlossen. Hä? Achso, ja, da haben wir den Planter angeschlossen. Wir haben den Harvester angeschlossen, wir haben die Mob-Farm angeschlossen. Wir sollten als nächstes also den da auch noch anschließen. Und den dazugehörigen Harvester, den wir aber noch bauen müssen. Genau, so, ihr. Ihr Pulverizer und ihr Barrels. Wie machen wir das? Oh, ich brauche erst einen Platz im System, Platz im Inventar. Hier soll bitte der dahin. So, die kommen hier wieder rein. Da und da. Ja, ein Boot mit Feather Falling 5. Super. Viertelherz. Da nimm. Bio, Bio. Eisen? Ja, Eisen. Klick, klick, klick. Das ist das Problem. Während wir jetzt umbauen, kommt da nichts mehr von an. Das heißt, ich muss mich zusammenreißen und es relativ schnell machen. Und wir haben auch nicht besonders viel Kabel nee. Das machen wir nicht jetzt. Weil wenn ich anfange, das auseinanderzureißen und da hinten aufbaue, wird das erstmal 2 Folgen dauern. Dann wird mir auffallen, dass ich nicht genug Kabel habe, wie eben gerade halt auch. Dann werde ich es nicht mit dem System verbinden können. Dann läuft das alles nicht. Dann fällt mir auf, dass die Chips fast voll sind und in der ganzen Zeit kriegen wir kein Eisen, kein Redstone, kein gar nichts. Das wäre nicht gut. Also müssen wir die Zeit jetzt andersrum kriegen, bis wir genug Ressourcen haben. Und zwar machen wir damit, also in der Zeit bauen wir neue Chips.
Wir können schon mal anfangen, zum Beispiel Cobblestone einzulagern in dem anderen System. Wobei ich da eine super Idee habe. Unter anderem ist eine Quest bei Glarian Skies, dass man Quadruple Compressed Cobblestone herstellen muss. Das sieht folgendermaßen aus. Compressed Cobblestone sind 9 Cobblestone. So, haben wir ein paar im Inventar. Können wir jetzt stackweise theoretisch rausholen. Die schmeißen wir wieder rein. Dann nehmen wir Double Compressed Cobblestone. Brauch 9 Compressed Cobblestone. Also eine davon sind 81 Cobblestone. Machen wir wieder Shift-Klick, holen wir wieder raus. Und so können wir sehr kompakt unser Cobble-Problem lösen. Da. Compressed Cobblestone. Zing, 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 zing. Alles rein. Double Compressed Cobble. Zing. Das ist alles Cobblestone, was ich eben gerade reingeschmissen habe. Also 20, 30 Stacks. Sehr praktisch. Und Essen ist schon wieder ein Problem. Nom, nom, nom. Genau. Das könnte ich theoretisch auch gleich hier machen. Da muss ich nicht extra zum ME-System laufen. Und den kriege ich gleich einen ganzen Stack davon. So, hau den Rest hier auch noch rein. Wobei da ein Stack fehlt, was doof ist. So. Mehr Kobbel. Und das wurde gerade alles in den Itemhopper geschmissen, ne? Gut, also als nächstes oben die Kiste checken. Die wird jetzt gerade überquellen. Da. So, Kobbel, alles eingelagert. Gut, was wollen wir noch einlagern? Wir wollen. Was in der Überlaufkiste drin? Nix. Sand haben wir bei weitem nicht genug. Soul Sand brauchen wir nicht, das ist alles viel zu klein. Seeds. Ich brauche Redstone. 24 Redstone haben wir. Das reicht nicht so wirklich. Die Sachen können mit. Ja, 24 Redstone, das reicht nicht. Also um jetzt die ganzen Sachen zu bauen, die wir brauchen, um die größere Umbauaktion hiervon zu machen. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder auf. Wir müssen auf komplett Dust umstellen. Sind wir wahrscheinlich schon, oder? Nee, du machst gerade Gravel. Ich hau das mal weg. Boing. Da ist gerade richtig viel Gravel weggegangen. Und ja, Gravel raus. Du hilfst jetzt nur noch. Weg mit dir. Du hilfst jetzt nur noch dem da beim Klicken von Dust. Damit wir möglichst viel Redstone bekommen. Also ja, dadurch bekommen wir wieder keine Diamanten, aber Diamanten brauchen wir jetzt gerade nicht so viel. Was saugst du ab? Du weg, du weg. Noch mehr für die Goldkiste. Da, alles rein da, auch das komische Boot. Genau. Gut. Also. Noch eine Sache optimiert, dass wir mehr Redstone bekommen, damit wir schneller an dem Projekt arbeiten können. Keramik. Wollen wir ein System bauen, mit dem wir Lehm automatisieren? Da bräuchten wir eigentlich nur Dust. Ja, können wir das per Item Duct in ein Wasserbarrel stopfen? Oder per Exporter? Haben wir noch Exporter? Nö, wir haben nur Importer. Nicht so schön. Aber ich brauche davon noch mehr. Oh, und regelmäßig das ME-System checken, dass es noch genug Lava hat. Das sieht nämlich nicht so gut aus. Gib mir Buckets. Und gib mir Tank. Das ist ein Sludge-Tank. Ich hätte gerne Open-Block-Tanks. Glass, Pane und Obsidian. Haben wir da was im System?
Glas haben wir. Obsidian-Ding. Ah, doch, Obsidian haben wir. Ja, Obsidian-Bricks haben wir. Wo haben wir denn das Obsidian gelagert, das wir da hergestellt hatten? Ist irgendwo hier? Nee. Nö. Ah, Beryl. Ja, wusste ich's doch. Kommt mal her. Ich hab da was zu tun für euch. Tank. 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 Glasspanes und in den Ecken die. Okay. Du, du. Du, du. So, 6 davon. Dann brauche ich ein Servo. Haben wir. Okay. Und ein Fluidakt. Mehr nicht. Der kann da rein. So. Und dann hätte ich gerne... Den hier brauchen wir gar nicht mehr. Dann brauchen wir... Dich. Hier, damit wir chemisch mehr Platz haben. Und hier oben drauf kommen die Tanks. Unten dran kommt ein Servo. Servo has been installed. Und du saugst ein. Da rein. Und hier machen wir jetzt einen ganz großen Open Block bis zu... Ups. Das war so nicht geplant. Ich kann dich abreißen, richtig? Ja, kann ich. Okay. Blöcke voll mit Lava. Zack. So, das ist doch mal ein schöner temporärer Dank. Dürfte auch nicht so schnell ausgehen, weil es halt direkt mit unserem Lava-Netzwerk verbunden ist. Und das ist wirklich richtig schön zwergisch. Wir haben jetzt ein ME-System, das digital Gegenstände hin und her schießt. Aber wir haben auch ein Lava-System, das Lava hin und her schießt und alles befeuert. Sehr gut. Und das ist richtig viel Lava. Sehr, sehr schön. Theoretisch könnten wir auch unter jeden davon so einen kleinen Open Block ranpacken, dass die immer genug Vorrat haben. Aber nee, das passt schon. Ich schmeiß jetzt einfach mal einen davon hier in die Ecke. Dass falls irgendwann mal irgendwas schief geht und das Ding hier komplett leer ist, dass wir einfach das da abbauen können, hier raufbappen und das System läuft wieder. Aber das sieht jetzt schon ziemlich stabil aus. Das tickert hoch, tickert hoch, tickert hoch, tickert hoch. Ganz selten mal wird ein ganz kleines bisschen abgezogen. Alles super. Ja, so muss das sein. Also, wir haben noch viel, viel mehr zu tun als die letzten Folgen. Wir haben ein riesiges ME-System aufzubauen. Wir müssen auch Schmieden aufstellen, also die Furnaces, die automatisch arbeiten und aus Cobblestone Cleanstone machen. Dann bräuchten wir am besten noch die Gegenstände, die aus Cleanstone uns den Stonebricks herstellen, damit wir anfangen können, Wände hochzuziehen. Weil das Ganze sieht hier noch sehr rudimentär aus. Und ich hätte echt gerne... Also ich kann damit ja schon mal von ein bisschen von Hand anfangen. Ich schneide mal ein bisschen Koppel. Ich hätte das gerne, dass es hier langsam ein bisschen besser aussieht. Vor allem auch high-techiger aussieht. Und eigentlich hätte ich hier ganz gerne einen Porter, aber dann komme ich in der Farm raus und das ist doof. Also ja, ich werde jedes Mal hier laufen müssen. Meh. Oder wir setzen die Farm woanders hin. Aber das wäre jetzt ein bisschen doof. Genau, ich wollte das Cobblestone einschmelzen. Hier. Glas kommt gerne mit. Du da, Glas kommt gerne mit. Toast kommt gerne mit. Silikon kommt gerne mit. Glas kommt gerne weg. Jo, sehr gut. Also, in den nächsten Folgen kümmern wir uns regelmäßig um den Stein, dass wir die Plattform ausbauen können. Wir schließen das Ding da hinten nochmal an. Wir bauen hier hinten auch nochmal einen Harvester. Wo würden wir den hinsetzen? Wahrscheinlich hier, ne? Sieht irgendwie nicht so gut aus. Da müssen wir uns überlegen. Also eventuell verlängern wir die Farm noch bis hier ganz hinten. Weil das alles brauchen wir nicht. Das können wir auch später optimieren. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Also die Farm, so wie sie ist, funktioniert zwar und, ne? Oh,
Glas sollten wir vielleicht nicht benutzen dafür. Also die Farm funktioniert, sie wirft auch gut was ab und das ganz ohne Sprinkleranlage und Fertilizer und was es da noch alles gibt. Also, ne, verhungern ist schon lange kein Problem mehr und hiermit auf keinen Fall. Aber wir brauchen später richtig viel Weizen. Also einmal für Samenöl, das wir auf den Samen pressen. Für die ganze Bienengeschichte und für eine Quest. Und das Weizen brauchen wir für eine Toast-Quest mit 10.000 Toastbrot, das wir herstellen müssen. Also bräuchten wir da schon eine größere Farm. Warte mal, wo ist die Mitte? Hier. Alternativ machen wir 2 Farmen. Das wird aber sehr eng. Also ich überlege mir gerade, dass wir... Habe ich hier Blöcke? Ja, nehme die Glasblöcke kurz. Dass wir hier einen Harvester hinstellen, der nach da zeigt. Den machen wir halt entsprechend breit durch Upgrades. Und dann hier einen Harvester hinstellen, der nach da zeigt. Und hier dann noch ein Feld hinhaut. Ja, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Kabellage könnte ein Problem sein. Dann müssten wir... Ja, das geht nicht. Weil die haben hier hinten den Ausgang, wo sie das ganze Zeug rausspucken. Das heißt, ich müsste dann hier einen Importer hinpacken und dementsprechend auch hier einen Importer. Und da ist ein Feld, das... Naja, sieht dann doof aus. So, dich bitte einmal neu pflanzen. Also dann doch wahrscheinlich hier. Das habe ich echt doof gewählt hier. Vor allem ist es auch ungleichmäßig lang und... Also eventuell bauen wir das nochmal um. Aber es soll hier erstmal funktionieren. Zaun noch herstellen und hier ein bisschen was fixen. Das ist okay, das ist okay. Eventuell den alten Cobblestone-Generator abbauen, einfach nur, weil das alles hier verunstaltet hat. Und hier dann wieder Holzplatten reinziehen. Ja, ich glaube, damit haben wir schon erstmal genug zu tun. Eisen ist okay, ja. Nö, gut. Also, viel zu tun. Das ist... ich bin gerade in so einer Umbruchsphase, dass man noch so viel rumbasteln könnte. Und ich muss mich eigentlich jetzt entscheiden, wo die Sache hinkommen. Und dann muss ich da auch bei bleiben. Weil sonst bin ich immer nur am Hin und Her umbauen. Das ist dann irgendwann doof. Aber ja. Pulverizer. Sifter. Energie. Bin ich immer noch am Schwanken. Weil hier ist unser zentraler Teleporter. Wir können ja nicht alles vollklatschen mit Crucibles. Also kommt eventuell da im Osten noch eine Plattform hin. Und da kommt dann die Stromversorgung hin. Aber das gucken wir in den nächsten Folgen. Also bis denn, ne?